Ja, Leute, willkommen zu einem neuen, wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht. Wir sind bei Colin und Dennis TV. Es gibt einen geilen Gaming-Booster-Test. Heute haben wir mal wieder was Cooles, Neues, wo es auch eine kleine Story zu erzählen gibt. Es wird Milkshake von Just Legends. Das Ganze nennt sich, wie denn, Schoko-Ei? Dino-Ei? Easter Egg. Oh Mann. Das ist nämlich eine Ostergurte. Okay. Natürlich angelehnt auf Ostern. Ostern und auf Schoko-Ei. Geschichte gibt es gleich. Bleibt dran. Bis gleich. Bis dann. Wir sind zurück. Jetzt geht's ab. Kurze Story zu diesem coolen Artikel. Das Ganze kam am 1. April raus. Erst dachte man, es ist ein April-Scherz, war es aber nicht. Also eine Mystery-Sorte, man wusste nicht, was es wird. Vorbesteller haben ein bisschen vergünstigten Preis bekommen und dann eben kurz vor Ostern wurde enthüllt, dass es eben Easter Egg ist. Schokoladenei, cooler Dino. Vorbesteller haben noch so einen coolen, großen Glitzer-Sticker bekommen. Der ist jetzt schon ausverkauft. Das war übrigens gerade hier, glaube ich, dein Fehler. Ich würde, glaube ich, immer erst die Milch reintun und dann das Pulver. Colin ist nämlich der König des verklumpten Milchshakes. Hier schon mal aufbauen. Da ist verklumpt unten. Ja, hauen wir ordentlich rein. Jetzt übernehmen wir uns auch gleich noch ein bisschen Shake. Action. Kann ich noch? Ja, bitte. Also passt auf, Leute. Was mich ein bisschen gewundert hat beim Design, ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler ist oder ob es so ist, hier dieser Rainbow-Dino, ne? Mega süß, mega cool. Und auf dem Shaker sieht es alles ein bisschen blass und nur gelb und so. Habe ich mich gefragt, ob das nicht machbar war. Stellt euch den Shaker mal mit einer glänzenden Rainbow-Optik vor oder so. Wäre natürlich noch eine Nummer cooler. Von mir ist auch normal Rainbow. Und das sieht irgendwie so im Vergleich, macht es einen merkwürdigen Eindruck. Aber gut. Frage ist jetzt hier beim Schoko-Ei, ist ein normales Schokoladen-Schoko-Ei, aber hier ist schon mit weißer Innenwand. Dementsprechend, jeder kennt dieses berühmte Schoko-Ei mit weißer Innenschokolade und Spielzeug innen drin. Wir rechnen mal damit, dass es in diese Geschmacksrichtung gehen soll. Ich klicke auch nochmal. Ist ja der Wahnsinn. Richtig was für einen neurotischen Vater, der es gerne immer so ein bisschen ordentlich hat. Kleiner Schluck für Colin, denn der... Also es ist ein Performance-Milkshake mit ordentlich Koffein wie ein Energy-Drink. Kleiner Schluck. Prost, Leute. Hui. Alter. Ganz schön süß. Ja, ich vermisse auf jeden Fall jetzt gleich schon mal was. Ich finde, es könnte ein bisschen kräftiger schokoladig sein. Es ist sehr süß, es schmeckt mehr schon... Es geht schon fast in eine, schon fast so Richtung Vanillemilchshake eigentlich. Es könnte ein bisschen schokoladiger sein. Oder als wenn du nur das Weiße hast von dieser berühmten Schokolade, die wir alle kennen, stimmt, und lieben, ne? Ein bisschen mehr Schokopower könnte schon sein. Schokoei ist beides, weiß und dunkel. Braune Schokolade, wie man es nur möchte. Es ist schön cremig, also so die, das... Konsistenz. Ja, genau, die Konsistenz. Und das Grundprodukt Milkshake von Just Legends ist schon ganz cool. Ja. Also, dieses Ding schmeckt jetzt auch gerade mega. Ja, es schmeckt sehr gut. Es schmeckt gut, aber also ich hätte es ein bisschen schokoladiger. Ja. Wäre ganz cool gewesen eigentlich. Ich will mehr haben. Aber cremig und es schäumt auch schön auf. Du hast immer bis zum Deckel Schaum drin. Gut, davon bleibt jetzt hier im Shaker auch nicht so viel über. Ich überlege gerade, ob wir das auch schon mal besser hatten bei einer anderen Sorte. Naja, so ein bisschen Schaum kommt auch im Gläschen an. Bei den ersten Milkshake-Tests habe ich noch immer gesagt, dass ich mich gar nicht vorstellen kann, irgendwie am PC oder an der Playstation mit so einem schönen Milkshake abends, aber mittlerweile finde ich das doch schon ganz cool. Also wenn es gut schmeckt, kann man sich auch abends einen Milkshake reinziehen, ne? Kann man nicht anders sagen. Muss ja auch kein Milkshake-Pulver sein, das ist immer geil. Aber so schon, das ist ja natürlich auch ein bisschen... Ja, das macht schon... Ist Unterschied ist schon da. Wollte ich gerade sagen, ein bisschen Unterschied macht es schon. Gut, kommen wir mal zur Bewertung. Von mir, ich muss sagen, ich hätte es gerne ein bisschen schokoladiger gehabt. Gibt es eine 7 von 10. Auf Dauer ist es halt auch ganz schön süß. Also ich hätte schon ein bisschen so kräftige Schokolade als Gegenpart. Wäre schon irgendwie ganz cool gewesen, wenn man es hingekriegt hätte. Von mir eine 7 von 10. Außerdem bin ich ein bisschen traurig, dass der Shaker... nicht so schick ist wie die Dose, aber gut, das darf eigentlich ja die Geschmackswertung nicht mit rein. Ich bleib bei einer 7 von 10. Also,
Ich kann eigentlich nichts bemängeln. Es könnte halt so ein bisschen schokoladiger sein. Geht so ein bisschen, schmeckt halt ein bisschen nach Kaffee. Ich weiß nicht, ob es wegen Koffein ist. Ah. Aber was? Was es wirklich lange nicht mehr gab? Eine 8,5. Es gibt eine Kommazahl. Kommazahl und stärker bewertet wie ich. Auch das ist gar nicht so oft, ne? Ja. Ganz ist cooles lecker. Produkt. Die Just Legends Milkshake Range lieben wir eigentlich. Schon ganz geil. Könnte es auch gerne mal was ohne Koffein geben. Unbedingt. Funktioniert bitte. Ja auch, ne? So als kleine Anmerkung, falls hier wer mitguckt von Just Legends. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie steht ihr so auf Milkshakes? Was ist eure Lieblingssorte? Macht das Sinn überhaupt mit Energy gemischt, quasi mit Koffein? Wie steht ihr dazu? Wir finden es ganz cool eigentlich, ne? So, Just Legends haben wir schon ein paar Sachen getestet. Es wird auch noch ein bisschen was kommen. Gerne mal hier ein Abo dalassen, dass wir eine Push-Mitteilung verschicken. Es ist so langweilig, wie du das sagst. Schreib doch mal einen Kommentar. Ein bisschen Leben hier. Das sag ich nie. Bisschen Leben hier in die Bude reinbringen. Einfach mal was Nettes schreiben. Wie findet ihr die Videos? Was haltet ihr von Werder Bremen? Was haltet ihr von Milchshakes? Gibt so viel, worüber wir uns unterhalten können in der Kommentarfunktion. Haut rein. Macht das, was er selten beim Abschluss hinkriegt. Schreibt mir schon was. Seid kreativ. Sorry. Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Just Legends installieren.